So, hello, heute ist Samstag. Eigentlich vlogge ich ja heute nicht. Aber gleich ist Demo gegen institutionalisierten Rassismus und Polizeigewalt. Und ich habe ja eigentlich heute auch das Stipendiumsgespräch. Aber, sorry übrigens, aber ich habe einfach einen dicken Pickel hier. Just ignore it. Aber ich muss da heute hin. Also ich finde es nicht richtig, da heute nicht hinzugehen. Und dann gehe ich lieber ein bisschen früher, anstatt überhaupt nichts hinzugehen. Und deshalb mache ich mich jetzt da gerade für fertig. Boah, das sieht ja echt schlimm aus. Angela Davis, sag doch einmal. Coming together to show solidarity for something that happens thousands and thousands of miles away. That shows that. One thing. Say no to discrimination anywhere you are. Say no. Say no to discrimination. Hab das Gespräch jetzt hinter mir. Ich glaube, das lief ganz gut. Aber ich will jetzt nicht zu viel sagen. Jetzt backe ich mir Kekse und dann übe ich nochmal für morgen. Ich war noch so ein bisschen emotional gerade mitgenommen von der Demo. Da war ich irgendwie halb im Gedanken noch, aber mein Gott, das war halt so. Ich hatte, glaube ich, mal erzählt, dass ich mal wo angefangen habe zu arbeiten und dann wegen Corona mussten die leider erstmal an der Grafikstelle kürzen. Jetzt bin ich da wieder drin und heute quasi erst so ein Einführungstag. Nächste Woche fange ich dann wieder richtig an. Auf dem Weg zurück war ich jetzt noch bei DM, deshalb kleinen DM-Haul. Maiswaffeln, liebe ich über alles. Obwohl ich mag die, die nicht so dick sind, lieber, aber hat man die mitgenommen, weil ich halt gerade da war. Und zwei neue Tees, einmal Frauentee. Nicht, weil ich eine Frau bin oder weil er pink ist, sondern weil ich den On Power, den trinke ich so gern. Und ich dachte, vielleicht ist das ein ganz guter Ersatz. Der hat nur 1,25 gekostet und der kostet immer 3 Euro. Kokos Shape. Nicht, weil er shaped, sondern weil Kokosgeschmack. Und ich fand es irgendwie geil. Den mache ich mir jetzt auch als erstes. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Kräutertee mit Kokosgeschmack. Barista Hafer-Soja-Drink, den kaufe ich gern, weil der einfach gut schäumt. Und ich habe jetzt nämlich auch Schäumer. Vollkornmehl, weil ich Lust habe, so Pfannkuchenmäßige Sachen zu machen. Wie soll das anders sein? Brausetabletten. Diesmal in der Geschmacksrichtung. Orange Maracuja. Nur deshalb gekauft. Multimineral mit Calcium und Magnesium. Das war mein DM-Haul. Hallöchen, Pupillchen. Ich mache gerade allerhand Orga-Kram. Also den Gastgedankenbeitrag für Mittwoch. Dann habe ich eine Collage gemacht für den Gastgedankenbeitrag, obwohl ich nicht so ganz zufrieden mit ihr bin. Deshalb setze ich mich da, glaube ich, nochmal dran. Ich weiß irgendwie gerade nicht so genau, was ich davon halte. Ich glaube, ich muss es morgen einfach mal einscannen in der Uni und dann gucken, wie es irgendwie funktioniert mit dem Post, weil wenn nicht, mache ich lieber nochmal was Neues, wenn es nicht passt. Jetzt wollte ich die Gastgedanken gerade reinstellen, damit Lena den gleich lesen kann. Dann arbeite ich gerade noch an der Grafik für was, wo wir gerade auch noch dran arbeiten mit Tieren hier. Da kann ich euch nächste Woche mehr zu erzählen. Also einfach ein bisschen Tieren der Kram erledigen. So ein bisschen. Oh, es regnet doll. Krass. Ja, ich muss jetzt gleich noch Sport machen, trinke aber jetzt erstmal noch einen Kaffee. Ich habe gerade Sojamilch auf und einfach nur, weil die halt geil schäumt. Aber ich finde halt, Sojamilch schmeckt einfach nicht in den Kaffee. Deshalb bin ich irgendwie so. Was mache ich damit jetzt? Ich überlege, ob ich einfach irgendwie Pfannkuchen mache oder so, damit ich da die Sojamilch reinmachen kann und dann die los bin. Genau, das ist gerade so das Ding. Einfach Orga-Kram und später spreche ich nochmal näher mit euch. Übrigens würde ich den Kokostee empfehlen, den finde ich geil, aber den Frauentee, der ist ein bisschen lame. Ich wollte ein kurzes Update geben. Es ist 17 Uhr am Montag. Es regnet. Ich mache jetzt gleich Sport. Ich drücke mich auch gerade ein bisschen davor.
Ja, momentan ist es irgendwie, also ich genieße jetzt gerade noch so die letzten freien Tage, weil ich weiß, dass es so ab ungefähr nächster Woche stressiger wird, weil ich halt dann wieder anfange zu arbeiten, 2 Tage die Woche. Fängt das Seminar zum animierten Plakat an. Das heißt, da muss ich dann auch irgendwie dran arbeiten und dann ist das bis Ende Juni bzw. Mitte Juli muss es dann fertig sein. Also das wird dann wieder ein bisschen intensiver. Deshalb ist es gerade ein bisschen chilliger, aber ich freue mich auch drauf, wenn es wieder losgeht, weil ich momentan echt merke, ich brauche irgendwie zumindest eine Sache, die meinen Alltag strukturiert. Also ich freue mich einfach, wenn ich zumindest 2 Tage weiß, ich habe irgendwie strukturiert, ich weiß, dass ich da an einem Ort sein kann. Und das ist mir einfach gerade wichtig. Zum Gespräch am Sonntag. Ich hatte ein mega gutes Gefühl. Das Gespräch hat Spaß gemacht. Ich hatte das Gefühl, die waren auch sehr interessiert an meinen Projekten. Ich kann ja auch mal erklären, für welches Stipendium ich mich beworben habe. Ich wurde von meiner Professorin vorgeschlagen fürs Deutschlandstipendium, also für die Studienstiftung des deutschen Volkes. Da kann man nur vorgeschlagen werden. Das heißt, die Hochschule muss dich quasi bei der Studienstiftung vorstellen und dann wirst du eingeladen zum Bewerbungsgespräch. Das findet ja eigentlich immer über ein Wochenende statt, aber wegen Corona hat es über Zoom stattgefunden und ich hatte Samstag ein 40-minütiges Gespräch mit einem Jurymitglied, das nicht aus meinem Bereich kommt. Und dann hatte ich eine Projektpräsentation von 2 Projekten, 15 Minuten plus 10 Minuten Diskussionsrunde mit 2 Jurymitgliedern, die aus meinem Bereich kommen. Und es waren beides tolle Gespräche. In der Gruppenpräsentation sind noch 2 andere MitbewerberInnen drin gewesen. Das war auch super spannend, deren Arbeiten zu sehen, da so ein bisschen mitreden zu können. Und ich bin jetzt einfach gespannt, was dabei rauskommt. Also ich erwarte jetzt nichts, aber ich hatte ein gutes Gefühl und es wäre natürlich mega krass, wenn das klappt, weil es mir sehr viele Türen eröffnen würde zu Dingen, die ich mit denen ich abgeschlossen hatte, dass ich vielleicht noch einen Master mache oder nochmal ins Ausland gehe. Das sind einfach gerade so Sachen, die jetzt gerade erst wieder aufploppen, weil ich merke, das könnte sein, dass ich das irgendwie finanziert kriege. Und das wäre natürlich super schön. Deshalb, also ich werde die nächsten 1 bis 2 Wochen von Ihnen hören und bin da auf jeden Fall gespannt. Aber genau, was kann ich noch so erzählen? Gestern habe ich ganz viel gelesen und heute Morgen auch. Ich bin jetzt halb durch mit Girl, Woman, Other und ich lieb's. Also es hat ganz lange gedauert, bis ich reinkam. Weil der Schrei, also wenn Sally Rooneys Schreibstil besonders ist, dann ist der von Bernardine Evaristo noch besonderer. Also das ist einfach so ein Mix aus wirklich Roman und Poesie. Also es ist super geil geschrieben. Ich glaube auch, also man merkt, das hat irgendwie auch einen Rhythmus. Das ist mega. Also wow, ich muss auch mehr von ihr noch lesen. Ja, und das ist so das Ding gerade. Also ich mache jetzt Sport und heute Abend kommt Lena wieder. Die war zu Hause übers Wochenende. Ich fahre nächstes Wochenende nach Hause. Freue mich auch so drauf. Ich war so lange nicht zu Hause und meine Mama und mein Bruder und meine Omi wiederzusehen. So schön. Good morning. Ich mache gerade, es ist glaube ich kurz vor 8 oder 8:10 oder so. Ich mache gerade eine Collage fertig, die ich jetzt noch einscannen muss. Ich muss nämlich jetzt kurz in die Uni fahren und scannen. Mir fehlt dieser Scanner so sehr, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Weil die Collage heute beziehungsweise morgen im Gastgedankenbeitrag online gehen muss. Und deshalb muss ich heute scannen fahren. Weil morgen schaffe ich es absolut nicht. Und ich war jetzt ganz unzufrieden mit dieser Collage, aber ich glaube, jetzt so langsam ist es okay. Ich hatte gehofft, die Collagen werden geiler. Manchmal habe ich richtig gute Bilder und dann ist die Pressure so hoch, eine gute Collage zu machen, dass ich einfach nicht so eine gute Collage mache. Aber ich glaube, sie ist okay. Ich glaube, ich muss sie halt gescannt mal sehen. Ich hatte diese tollen Ärsche gefunden und ich wollte, dass diese Frauen da so dran turnen. Ich weiß noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Jetzt ist es so, ich mache jetzt noch eine, falls mir die überhaupt nicht gefällt, dass ich dann die andere nehmen kann. Dann will ich außerdem die Sachen scannen, wo ich angefangen habe, die Texte zu besticken. Sieht man jetzt nicht so gut, aber da steht, du ziehst mich wie Kaugummi. Das muss ich noch einmal nachfahren und dann will ich das auch einscannen. Einfach, dass ich es hochladen kann auf meinem Instagram, dass da mal wieder was läuft irgendwie. Und wenn ich jetzt eh dahin fahre, dann kann ich das auf jeden Fall machen. Ansonsten steht heute Seminar an um 14 Uhr bis 16 Uhr.
Davor muss ich aber auch noch Sport machen und mich fertig machen und Mittagessen. Deshalb muss ich jetzt gleich erstmal was frühstücken, dann Sport und so weiter und so fort. Habe ich danach noch ein Skype-Meeting mit Tiernäher. Und morgen wird eigentlich der vollgepackteste Tag. Da muss ich um 9 zu einem Termin. Dann habe ich um 14 bis 16 Uhr Seminar. Und danach treffe ich mich noch mit einer Journalistin von der HNA, die gern einen Beitrag über mich schreiben würden. Wir treffen uns dann noch im Park. Und dann morgen Abend kommt eben Simon. Und ich hoffe einfach, dass ich das alles hinkriege. Zeitlich, weil ich will dann ja auch noch Sport machen morgen, aber es wird schon irgendwie. Ich habe nämlich meine Gewichte erhöht, weil ich neue Gewichte zum Geburtstag bekommen habe und jetzt ist alles einfach tausendmal anstrengender noch. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich verlinke es euch mal in der Infobox. Es war einfach irgendwie, ich fand die Übungen gut. Die einzige Übung, die ich hasse über alles, sind Lunges. Also Forward Lunges, nicht Reverse. Und die würde ich gerne kicken. Jetzt ist es schon 20 nach 12. Um 2 fängt mein Seminar an und ich muss vorher noch duschen, mich schminken und essen. Und ich glaube, solange ich jetzt noch schwitze, mache ich mir was zu essen, damit ich das dann essen kann, wenn ich geschminkt bin. So ist nämlich der Plan jetzt. Zum Mittag gibt es jetzt einfach schnell 2 Wraps, beziehungsweise so Crepes, die ich gestern gemacht habe, mit Dinkelvollkornmehl. Da drauf ist dann noch so Toskana-Streichcreme und Tomatengurken und Petersilie. Und dann habe ich jetzt gerade noch ein bisschen Tofu eingelegt in Sojasauce, Agavendicksaft, Knoblauch, Tabasco und ein bisschen Sesamöl und den brate ich jetzt an. Das kommt dann da rein und dann I'm good to go. Oh, ich sag's euch Leute, das war so ein anstrengender Tag. Also ich bin so froh, dass ich schon Sport gemacht habe, weil jetzt hätte ich absolut keinen Bock mehr und ich habe Hunger. Das heißt, ich mache mir jetzt erstmal was zu essen, glaube ich. Es ist 20 nach 6, aber... Ja, ich esse jetzt zu Abend, ist schon okay. Und dann setze ich mich noch ein bisschen an den Computer wahrscheinlich und mache noch was fertig. Hab keinen Bock mehr. Ich habe jetzt Pose rewatched oder ich habe halt neu angefangen, die 2. Staffel, weil ich die irgendwie nur so halbherzig geguckt habe letztes Mal. Und jetzt bin ich wieder voll into it und ich freue mich schon drauf. So, jetzt gibt's Abendessen und zwar Salat, wie immer, mit Erbsen und Brokkoli. Dann habe ich hier von Lena ein Stückchen Tomate mit Tofu, Bärlauchtofu. Und hier habe ich grüne Erbsennudeln gemacht mit einer, also Rest Kokosmilch, Rest Tomatensauce, Karotten und Paprika. Und jetzt habe ich Hunger und das esse ich jetzt. Hello! Heute ist Mittwoch. Ich komme gerade von der Arbeit. Vorhin war ein sehr spannendes Meeting. Es ist auf jeden Fall jetzt sind neue Herausforderungen und irgendwie komplett neue Aufgaben an mich als Gestalterin und ich freue mich irgendwie jetzt viel mehr noch zu lernen. Jetzt ist mein Kaffee fertig. Ich habe angefangen, Decaf zu trinken, beziehungsweise meinen Koffeinkonsum runterzufahren und stattdessen Decaf zu trinken. Und es funktioniert ganz gut. Jetzt muss ich ein bisschen an den Computer, ein bisschen was researchen, ein bisschen was für das Seminar machen um 14 Uhr. Jetzt ist 12. Dann geht es bis 16 Uhr, beziehungsweise 15:30 Uhr. Dann mache ich noch ein bisschen Sport. Und dann kommt heute Abend Simon und ja, einfach... Ein schöner Resttag, ich freue mich. Ich bin gerade irgendwie richtig happy, dass alles gerade so läuft, wie es läuft. Ich bin einfach so done with this life.
Ich will einfach nur ein Scheiß-GIF bei Instagram posten. Warum, Instagram, ist es nicht einfach möglich? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht und es macht mich so sauer. Jetzt habe ich noch einen Versuch. Jetzt dauert der Export 20 Minuten für ein 10-sekündiges Video. Ich probiere jetzt noch eine Sache und wenn nicht, dann habe ich mir diese ganze Arbeit umsonst gemacht. Aber naja, what can you do? Dann kann ich es wenigstens auf meine Website hochladen, dann kann man es da als GIF ansehen, weil da geht es wenigstens. Jetzt brauche ich Koffein mehr als alles andere in meinem Leben. Es muss dann so ein Holy Sound im Hintergrund. Das ist verbunden. Oh mein Gott. Riesenempfehlung. Das nennt sich Vegan Crunch und gibt's bei Levi. I'm gonna cry. Good morning. Heute ist Donnerstag. Ich war schon relativ produktiv heute. Es ist ja eigentlich Feiertag. Aber ich hatte jetzt gerade ein Interview mit einer von der HNA. Das ist so die lokale Tageszeitung hier, die ein Samstagsporträt über mich machen wollte. Jetzt habe ich mir einen Kaffee gemacht. Ich habe ihn so sehr vermisst, den Uni-Kaffee, und muss ein bisschen scannen. Das mache ich jetzt und dann packe ich meine Sachen und fahre heim. Ich freue mich sehr drauf. Das ist irgendwie mega geil. Wir arbeiten jetzt gerade an so einem, also ich mache gerade ein Seminar, das nennt sich Online Publishing. Und wir arbeiten jetzt gerade an so einem gemeinsamen Library, an einer gemeinsamen Bibliothek, wo wir alle 10 Bücher raussuchen sollten, die wir interessant finden oder super finden und die halt dort hochladen. Und morgen geht's weiter. Wir wissen noch gar nicht so genau, was damit passieren wird. Und das ist irgendwie cool zu sehen, was Leute für Bücher auswählen und aus welchen Gründen. Also man muss dann auch angeben, irgendwie gute Zitate aus dem Buch. Was hat einen an dem Buch fasziniert? Und das ist einfach spannend zu sehen, was die Leute für Bücher auswählen. Ich bin gespannt, was damit jetzt noch passiert. Also er meinte irgendwie, dass man quasi mit einem Google Sheet automatisch ein InDesign-File generaten kann. Ich bin so gespannt. Das war einfach so spannend letztes Mal. Und jetzt habe ich ein paar Bücher rausgesucht. Ich kann die euch gleich mal zeigen. Vielleicht ist das ganz interessant. Also es sind Bücher, über die ich dauernd spreche auch, aber könnte trotzdem interessant sein. Und jetzt scanne ich aber erstmal kurz weiter. Wir hätten auch Bücher nehmen können, die wir nicht zu Hause haben, aber ich wollte größtenteils Bücher von mir zu Hause nehmen, weil ich da halt auch meine Markierungen drin habe, reingucken kann und so. Das Einzige, was ich jetzt dabei habe, was ich nicht zu Hause habe, ist Layers of Reality von Anna Püschel. Das war so ein Buch über Synästhesie und wie jemand, der Synästhesie hat, Farben, Emotionen, Menschen sieht in Farben. Das ist super interessant, das ist drin. Dann habe ich drin von Byung-Chul Han, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Im Schwarm, Ansichten des Digitalen, Professor, glaube ich, an der Freien Uni in Berlin. Und es geht um Shitstorms, um Generationen von Shitstorms, um ja einfach irgendwie so eine Medien-Study quasi. Es ist ein super interessantes Buch, es hat auch nicht viele Seiten, es ist ganz klein, es ist ein tolles Buch. Ich habe auch Transparenzgesellschaft gelesen und das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich finde es super gut. Das ist von J. Jack Halberstam, Gaga Feminism, Sex, Gender and the End of Normal. Es geht um Feminismus, um eine Art von Feminismus, die J. Jack Halberstam Gaga Feminismus nennt. Auch in Bezug auf Lady Gaga, aber eher in Bezug auf Lady Gaga, dass sie quasi Gaga Feminism will locate Lady Gaga as merely the most recent marker of withering wave of old social models of desired gender and sexuality and as a channel for potent new forms of relation, intimacy, technology and embodiment. Das beschreibt so ein bisschen an Lady Gaga bzw. an Popkultur so eine Veränderung des Feminismus in Zeiten der sozialen Medien und auch Technologie. Und es ist einfach ein super interessantes Buch. Also ich mochte es sehr, 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 sehr gern. Dann habe ich drin Teaching for People Who Prefer Not to Teach. So Kreativitätsansätze, aber auch Kreativitätsansätze, was man mit Gruppen machen kann. Zum Beispiel Get a Magazine, Choose a Section, Phrase, Paragraph Each. As a group, collage the parts together into one big read. Ich glaube, ich habe schon mal über das Buch gesprochen. Das ist eine tolle Inspiration für Leute, die irgendwie Workshops geben oder auch für private Inspiration. Dann habe ich das, was ich momentan lese, Girl, Woman, Other von Bernardine Evaristo, einfach weil ich es gerade wichtig finde, weil mich das Buch gerade sehr, sehr beschäftigt und einfach ich den Schreibstil super finde. Dann habe ich My Year of Rest and Relaxation von Otessa Moshfegh drin, weil ich es auch einfach gerade irgendwie, ja, fand ich irgendwie, kann man inkludieren, weil es einfach so ein Fun-Read ist, der gerade quasi in die Zeit passt. Da habe ich The Subtle Art of Not Giving a Fuck von Mark Manson drin.
habe ich ja auch schon drüber gesprochen, einfach super inspirierend und hat mir viele neue Erkenntnisse gegeben. Dann habe ich Durch Mauern gehen von Marina Abramović drin. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher auf jeden Fall. Also ich finde diese Frau unglaublich faszinierend und dieses Buch hat mir sehr, sehr viel gegeben und auch sehr, fand ich sehr empowernd einfach. Und ihre Standpunkte finde ich auch so interessant und ihr Leben einfach an sich ist so interessant. Deshalb musste das sein. Dann weiß ich noch nicht, ob ich von Rilke die Aufzeichnung des Malte Lauritz Brigge nehme oder Brief an einen jungen Dichter. Die habe ich jetzt mal beide gescannt, aber sind beide eigentlich so Go-Tos für mich. Und als letztes, also ich bin echt nicht so die Design-Book-Person, aber es sind schon voll viele Design-Books in dieser Library drin. Deshalb dachte ich, es ist nicht ganz so schlimm. Habe ich noch Pretty Ugly. Das habe ich zum Geburtstag bekommen von einer Freundin und ich habe mich mega darüber gefreut. Visual Rebellion in Design. Und es gibt verschiedene Kapitel in dem Buch. Deviant. Against established criteria of what good design is, embracing what is disliked and considered incorrect. Mistakes become virtues, create authenticity and humanity. Und dann sind hier so ein paar Sachen drin. Ist auch super schön gestaltet. Einfach ein super spannendes Buch. Also falls ihr das mal kauft oder für die Bib bestellt, ist auf jeden Fall cool. Also es, ich schaue gern rein für Inspiration. Und das sind alle Bücher. Jetzt fahre ich heim, nehme die alle wieder mit und muss die noch bearbeiten, dann so ein bisschen mir überlegen, was ich zu denen irgendwie schreibe. Das ist jetzt, glaube ich, einfach noch entspannt fertig und dann fahre ich nach Hause, dann habe ich so ein bisschen meine Ruhe auch. Diese Woche war irgendwie ziemlich viel los, so unitechnisch und arbeitstechnisch. Also ich war sehr viel unterwegs und es kommt irgendwie gar nicht so rüber, als hätte ich irgendwas gemacht, aber ich war sehr beschäftigt. Ja, und den Vlog muss ich auch noch komplett schneiden, also das wird auch noch spannend. Guten Morgen! Ich grüße euch, ich bin jetzt zu Hause und ich freue mich sehr. Es ist heute so schön, es ist sonnig und es sollen heute 28 Grad werden, das heißt. Der Plan für heute ist, ich habe jetzt Uni von 10 bis 13 Uhr, dann mich ein bisschen in die Sonne fläzen und lesen. Freue ich mich am meisten drauf. Und danach noch Sport machen. Und so ist der Tagesplan. Richtig entspannt. Ich habe gestern noch einen richtig schönen französischen Film mit meiner Mama geguckt. Der hieß Die Lebenden reparieren. Also falls ihr den mal irgendwo seht, es war irgendwie richtig, richtig schön und berührend. Das ist ein sehr, sehr, sehr schöner Film gewesen. Jetzt muss ich aber erstmal an den Schreibtisch und things in your field in order to make sure that you're gonna get a job after school. And nah, it's a bit dystopian what I'm doing now. Make you stand out from the rest. Because I don't know how many art schools there are in Germany. Make you know about like loading data, if you're having a conversation, an internship. I am so done. Man sieht's mir auch an. Das war so hart. Ich habe so geschwitzt. Weil ich habe die Langhanteln von meinem Bruder benutzt und da habe ich auf jeden Fall auch mehr Gewicht drauf als auf meinen. Deshalb war das jetzt gerade echt intens. Aber das Workout, was ich heute gemacht habe, ist eins meiner absoluten Favoriten. Ich finde, ich liebe es einfach, wenn es so abwechslungsreich wie möglich ist und wenn man nicht drei Sätze von jeweils 10 Wiederholungen machen muss, sondern wenn das irgendwie so ein bisschen mehr fast-paced ist. Ich verlinke euch das mal in der Infobox. Das dauert 52 Minuten und es einfach geht rum wie nix. Jetzt coole ich kurz down. Ich habe schon angefangen mit dem Vlog, aber bin noch nicht so weit gekommen. Ich war dann noch kurz zu Rewe, weil ich brauche noch Blattspinat. Ich habe keinen mehr für meinen Smoothie und ein bisschen Rucola. Und dann gibt es halt abends noch eine Gnocchi-Pfanne und ich freue mich sehr drauf. Hello, es ist Samstagmorgen und ich beende den Vlog jetzt hier, weil ich den jetzt fertig schneiden will. Es tut mir leid, dass er erst Samstag kommt, aber ich hatte diese Woche einfach keine Zeit. Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bye.